Trotz der Corona-Pandemie bleibt AIDS nach wie vor eine große Herausforderung für die medizinische Forschung, auch die Suche nach Wirkstoffen in der Natur. Wir haben in YouTube bereits zwei AIDS-Filme zur Therapie vorgestellt und einen Trailer. Hier weiteres Fachaktuelles zur Thematik AIDS. Immer noch infizieren sich jährlich über 1,7 Millionen mit dem HIV. AIDS kann durch Medikamente in Schach gehalten werden. Die Therapie begann 1996. Die Forschung ist weit gekommen. Infizierte nehmen pro Tag 2 Tabletten ein und gehen alle 3 Monate zur Kontrolluntersuchung. Depotpräparate sind in der Entwicklung. Von der Deutschen AIDS-Hilfe gibt es in YouTube einen Animationsfilm. HIV ist unter Therapie nicht übertragbar. Die Pharmaka zur Therapie. Siehe dazu die Details von FilmTV Alf in YouTube. AIDS Arzneimitteltherapie updated. Die Pharmaka-Stoffgruppen, die wir schon in YouTube behandelt haben. Entry-Hämmer. Reverse-Transkriptase-Hämmer. Virus-Integrase-Hämmer. Virus-Protease-Hämmer. Mehr Details dazu in unserem Hauptfilm. Aus der Impfstoffentwicklung. Ein neuer Impfstoff in klinischer Studie 2021, Juli. Bei AIDS findet eine Zerstörung des Immunsystems statt. HIV mutiert. An der Universität Oxford wurde ein neuer vielversprechender Impfstoff entwickelt. Er ist zurzeit in klinischer Erprobung. Der Impfstoff soll gegen alle HIV-Varianten wirksam sein. Hallo. Hallo. Ich habe eine angenehme Erkältung und habe gehört, dass pflanzliche Präparate so nebenwirkungsarmer und sanfter sein sollen als die chemischen. Würden Sie mir da irgendwas empfehlen? Also ich meine, man kennt ja dieses Gibmedinite auf der Werbung oder Echinazin-Präparate. Wenn die Erkältung erst im Anflug ist, dann empfehle ich Ihnen ein Echinazin-Präparat als pflanzliches Immunstimulans.